Was geht ab, Leute? Not Alive Games, und willkommen zurück zu The Last of Us 2. Anscheinend hat Tommy eins genommen. Jetzt hat Maria die Stelle abschließen lassen. Scheiß Tommy. Unterwegs fällt uns schon noch was ein. Ein Auto oder ein Pferd oder so. Okay. Das macht den Weg nach Seattle schwieriger. Dann wird's eben schwieriger. Du kannst es dir noch überlegen, weißt du? Ich weiß. Ich möchte nur nicht, dass du dich verpflichtet fühlst. Ellie. Wenn du gehst, gehe ich auch. Keine Diskussion. Das ist keine gute Idee. Das ist gar keine gute Idee. Weil ich sag, wenn sie mitkommt, wird sie auch sterben. Viele Leute werden sterben, die ihr wichtig sind. Den habe ich bei den Osttoren versteckt. Ich dachte, da schlüpfen wir raus. Mann, ist das krass. Das ist immer noch so krass. Wow, ey, so viel Rosen oder Blumen niedergelegt. Hase, 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 Häschen. Ah. Joel Miller. Richtiges Haus, gab richtig niedergelassen, ne? Verrückt, ey. So ein Funken Zivilisation kam zurück. Boah, muss mir so schwer fallen. Ich will's machen. Okay. Ich bin okay. Komm. Hey, ein ganzes Abenteuer hat man mit dem verbracht. Der war immer an der Seite. Am Ende waren die wirklich nicht mehr die Ängsten. Das hat man gemerkt. Er wollte sich irgendwie ihr nähern, aber sie wollte nicht so recht, oder... Das ist zu verrückt, ey. Bessere Zeiten. Ich wollte fast schon sagen, man hätte den Tod vergleichen können mit dem Tod von Tess damals, aber... Nein, nicht bei weitem. Oh, geil. Hey, ich kaufe mein Leben gern. Wir können ein paar Dinge hier gebrauchen. Das ist makaber. Großes Haus, ey. Wirklich verdammt groß. Hat gut gelebt zum Schluss noch. Also was die Story angeht, bin ich ein bisschen rostig geworden. Ich mag das Spiel nach wie vor, aber die Story ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt bei mir. Also ich erinnere mich nicht mehr so gut daran. Also ihr könnt mir gerne auf die Sprünge helfen. Nur nicht spoilern. Was den zweiten Teil angeht. Neuer Tagebucheintrag. Er wird ihr nie Gitarre beibringen. All the promises at sundown, I meant them like the rest. Auf jeden Fall ein Tüftler. Auch ein kleiner Künstler. Er wahrscheinlich. Auf dem Bullen. Ah, die Waffen. Weg. Ey, der hat richtig Gitarre gespielt. Holy shit. Und dann sagt er da, ja, so ein bisschen. Wir nehmen uns die Zeit, wir gucken. Kein Spiegel dran. Was hat das für einen Sinn? Kein warmes Wasser, okay, ja, deswegen der Topf. Dem Teil. Was für ein Riesenhaus, oh mein Gott, ey. Eine Jacke.
Das ist zu krass. Das ist zu krass. Nimm dir, was du brauchst und weg hier. Lange hältst du das nicht durch. Das war schlimm. Das war schlimm. Das war seine Tochter, die gekillt worden ist. Ganz am Anfang vom ersten Teil. Das war eigentlich genauso schlimm wie jetzt der Tod mit Joel, aber jetzt sind die beiden vereint. Hoffen wir mal. Und er und Ellie. Also die zwei Personen, die ihm am wichtigsten sind. Der Adler in der Mitte steht vielleicht für die Freiheit. Kann vieles interpretieren. Erinnerungsstücke. Soll uns an den ersten Teil erinnern, aber ich erinnere mich leider nicht mehr dran. Ah, ärgerlich. Ein Revolver, ja. Auf jeden Fall Musikfan, ne? Alles okay? War ja klar. Sie weiß, was sie vorhat. Maria, ich bin unterwegs nach Seattle. Ich kann es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Leute müssen bestraft werden. Ellie wird mir folgen wollen. Bitte halte sie auf. Nimm ihre Waffen. Schließ die Pferde ein. Oder schließ sie ein. Verschaff mir die Zeit, das zu beenden. Ich liebe dich, Tommy. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Ja. Du hättest Leute abstellen sollen, die die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte. Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Ihr wollt euch also einfach wegschleichen. Ja. Zu Fuß? Ja. Die Stallleute werden euch rauslassen mit den Pferden. Und nehmt Munition mit. Das ist Danke. Unerwartet. Nur... mir eingefallen. Und bringt meinen idiotischen Mann halt zurück, bitte. Deswegen sind die unterwegs. Vielleicht nicht wegen Joel, aber vielleicht wegen ihm. Na dann. Los mit euch. Bevor es dunkel wird. Krass. Krass, aber sehr, sehr geile Aktion. Wir sind es ja da. Tag 1. Endlich besseres Wetter. Dieser Hunter war auf ihm und drückte ihn runter. Und Joel kam nicht an seine Waffe ran. Was? Hattest du
du Angst? Tja, ich dachte gar nicht nach. Ich rannte hin, griff die Waffe und schoss dem Kerl in den Kopf. Wie alt warst du? 14. Wann hast du zum ersten Mal jemanden getötet? Hammer. Du meinst infiziert? Ey, die haben ja wirklich alles aus der PlayStation rausgeholt. Die Grafik ist ja unfassbar. Infizierte Person. Mit 10? Wow. Was ist passiert? Ein Typ griff meine Mom an. Ich erstach ihn. Krass. Du hast gewonnen. Ja, ich bin echt knallhart. Wie verirrt sind wir? Gar nicht. Ganz schön heftig verirrt. Der Wald ist aber schön. Boah, der Wald ist so schön. Was mit diesen irren Kannibalen, auf die Joel und du getroffen seid? Das sieht so realistisch aus, so echt. Vielleicht gehören diese WLFs ja zu denen. Nein. Das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarktschmuggler aus Boston? Dina, Joel hatte viele Feinde. Es ist doch sinnlos zu spekulieren. Okay. Zumindest. Na klar, der hat viele böse Menschen richtig heftig angepisst. Ich weiß nicht, wer sie ist. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Irgendjemand von den Fireflies. Ich weiß es nicht mehr. Hasen. Eichhörnchen, 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 Eichhörnchen. Nüsse, Nüsse, Nüsse. Das ist so gut gemacht. Das erinnert mich fast an die Crisis-Demo. Von vor 13 Jahren oder so. Da war auch diese dichte Vegetation und oh, realistisch. Das sieht so gut aus. So echt einfach so, wie es sein sollte. Viel Liebe fürs Detail, ehrlich. Ellie, Autos. Ja, wir kommen näher. Wir sollten gut aufpassen. Dass die Autos ständig schon zugewachsen sind und Wald drumherum. Okay. Und hier, ey, ist eine Bushaltestelle. Oder? Ja, klar. Oh ja, der Stehenbleib wird abgeschleppt. So viel Vegetation. Da sind wir. Jo, das ist der Highway. Du weißt also doch, wo du hinreitest. Wie viele Jahre spielt das Spiel in der Zukunft? Ist es wie damals, 2013, jetzt haben wir 2020? Also 7 Jahre. Und das ist komplett zu. Und hier war früher eine asphaltierte Straße. Das ist aber krass schnell gewachsen. Da ist sogar Asphalt. So schnell kann das gehen. Ich meine, das ist eine verdammt lange Zeit, aber... Doch nichts so verloren haben. Oh, hier sollten wir mal absteigen. Bleib bei Schimmer. Ja. Ich stimme mir auch einfach rein, ne? Scheiße, ob da einer ist oder so, ne? Oh, egal. Oh, wieder eine Sammelkarte gefunden. Eine Karte? Hm. Ja, cool. Ah, vielleicht hätte ich mal lesen sollen. Wäre, glaube ich, ein bisschen genug gewesen. Tagebuch, Karte von Seattle, lesen. Willkommen in Seattle, herzlichen Glückwunsch. Ja, das war's. Was ist da drin? Hier ist eine alte Touristenkarte. Tja, das ist doch was. Immerhin eine Karte, ne? Karte kann man immer gebrauchen. Meine Güte, ist das schön gemacht. Andere Spiele machen das auch, aber nicht so gut wie sie. Also wie Naughty Dog. Ja. Unsere Possen sind auch nie zu sehen. Ich weiß. Und das macht mir Angst.
kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir kommen hier schon irgendwie durch. Wenn wir den Weg, der am hellsten ist, naja, nicht immer die richtige Entscheidung. Ab und zu muss man auch mal den dunklen Weg nehmen. Der dann wieder hell wird. Oder so kluge Sätze wie Licht und Schatten dicht beieinander. Ist das die Quarantänezone? Yep. Schau mal nach oben. Ja, das ist alles vorbei, alles überlebt, alles. Ja. Ich freue mich so sehr, wenn wir in dem Spiel gegen Menschen kämpfen. Weil wir können die gegen die Autos klatschen. Wir haben so viel Dynamik in dem Kampf. Es ist schon krass. Trespassers killed on site. Wenn du zum Tor kommst, such einen Soldaten namens Kieran. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe, dann gib ihm das Kilo und er wird dich reinlassen. Überall korrupte Scheiße, ne? Egal, wo man hinguckt. Niemand ist aufrichtig. Können wir hier drunter klettern? Fuck yeah. Es schön, wenn uns das Spiel ein bisschen belohnen würde, wenn wir ein bisschen nachgucken. Aber hey, können wir auch rein, aber ich werde erstmal nochmal hier checken gehen. Da kommt man durch, ich werde nicht mehr. Die geht einfach außen rum. Ja. Ah, Infected Stage. Und die werden dann langsam, langsam, aber sicher zu klickern. Cordyceps hieß das, genau. Hat die motorische Funktion des Körpers übernommen? Klar, deswegen wird man immer so. Okay. Nutzt die Umgebung zum Verstecken und angreifende Opfer aus dem Hinterhalt. Greift oft von den Seiten oder von hinten an. Vorsicht näher in der Umgebung prüfen. Völlig blind auf einmal, weil natürlich der Pilz wächst. Scharfes Gehör. Spiel Beute mit Hilfe von Echo-Ortung auf. Ja, Stufe 3 haben wir gekämpft. Das stimmt. Stufe 4 war selten, aber die waren sehr stark. Das war zum Beispiel der in der Sporthalle, gegen den wir gekämpft haben. Im ersten Teil. War was Gutes da drin? Ziemlich leergefegt. Leider, man kann nicht überall irgendwas finden. Okay, wir müssen irgendwie da durchkommen. Irgendwie das Tor. Arrestzellen. Wie bei den Soldaten in Boston. Ja. Boston, Massachusetts. Massachusetts. Ja. Ah, da guckt man schon mal und da ist nichts. Kann nicht überall was liegen, will aber, dass überall was liegt. Okay. Das lesen wir uns gleich durch. Da mal auf. Rein da. Irgendwie müssen wir hier durchkommen.